Aber liebe und herzlich willkommen zu unserem letzten Baublock, wollte ich gerade sagen. Zu unserem nächsten Baublock. Das ist ja irgendwie gut. Letzter Baublock wäre cool. Ja, ich glaube, da gibt es aber noch bestimmt einige. Wollen wir mal schätzen, Leute, schätzen mal, wie viele Baublocks es noch geben wird. Also, ich glaube, wir sind jetzt bei 90. Schätzt mal, wo wir enden, bei welcher Zahl. Ich schätze, was schätzt du? Wenn man sagt, alle Videos gehen so ungefähr 10, 15 Minuten. Was schätzt du? Schreib es mal in die Kommentare. Ja, ich weiß, wie zuverlässig du immer vloggst. So 45 oder so. Also, dass wir am Ende 45 haben? Ja. Das heißt, jetzt noch 25 dazu. Ja. Wie viele haben wir jetzt? 19. Das ist jetzt der 19. Baublock. Ja, dann noch 26. Ja, 26. Ich sage 50. So, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie viele Baublöcke wir ungefähr haben. Genau. Ja, wir stehen gerade in der Küche hier, Leute. Und hier, ich wurde gefragt, was das hier für Balken sind. Schatz, was sind das für Balken? Welche? Die hier mitten in der Küche stehen. Ich wurde gestern gefragt, was sind das für Balken? Das ist eine Tür. Das ist eine Türzarge, mein Lieben. Kommt hier rein. Diese Tür, also in der ganzen Wohnung kommen diese Türen rein. Ja, Felix schleift hier gerade die kleinen Balken. Die habe ich nämlich schön eingesaugt. Und ich schleife die einmal ab. Hat dann die Stuhlbeine gemacht. Wir haben ein Fenster. Oh Gott, ich habe es ganz vergessen. Wir haben ein Fenster hier drin, Leute. Krass, das ist oder? Was zeigt das von außen? Es ist aber richtig viel Arbeit. Wie soll ich denn das jetzt von außen zeigen, bitte? Ich nehme das Fenster auf. Was? Also, wir mussten das hier nämlich komplett versetzen. Wir mussten hier überall neu mauern, deswegen haben wir hier auch so ein Gerüst stehen und so. Und hier oben, wie sieht das? Ich zeige das nachher nochmal irgendwie von außen oder so, ist besser. Aber ja, wir haben ein Fenster in der Küche. Es wurde gerade eingeschäumt, ganz frisch hier. Ja, das ist noch total nass hier. Ganz frisch. Haben wir noch so einen provisorischen Henkel. Aber, ups, jetzt habe ich einen Henkel hier. Henkel, Griff, wie, was auch immer. So, genau, wir haben ein Fenster in der Küche. Wuhu! Ja, weil viele gesagt haben, es ist so dunkel. Ich finde, es ist nicht dunkel hier. Also nee, es wird noch ein bisschen heller, wenn das Gerüst weg ist, wird es noch ein bisschen heller. Erstmal sieht es auf dem Video immer dunkler aus. Ja. Zweitens hatten wir immer Nacht, wenn wir gefilmt haben, oder abends, wenn wir gefilmt haben, wo wir immer die Baubox am Ende zeigen, was wir geschafft haben. Deswegen sah es halt immer dunkel aus. Ja, und hier war halt immer zu, ne? Ja. Aber jetzt hier Fenster drin, super schön. Es ist 80 x 80 cm großes Fenster, das reicht locker. Genau. Und was ich noch gemacht habe, ich habe grundiert, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Einmal grundiert habe ich nur auf Instagram gezeigt, jetzt stolper ich hier auch noch, ey. Und ich habe jetzt heute einmal die Decke gespachtelt, das zweite Mal. Die muss jetzt gleich noch geschliffen werden von Felix. Und ich habe Acryl überall gemacht. Seht ihr hier? Hier einmal Acryl, hier überall die Ecken. Überall habe ich Acryl gemacht. Tada. Da auch überall, alle Ecken. Achso, hier ist übrigens die Farbe, die wir jetzt auf die Balken machen. Das ist so eine Lasur. Ja, die ist farblos, also einfach transparent. Das heißt, dass die Balken in dieser Farbe bleiben. Gefällt mir auch ganz gut. Passt ganz gut zur Tür, finde ich. Und auch alles passt ganz gut. Alter, irgendwie laufe ich heute überall entgegen. So, der Mann schleift jetzt. Und ich wollte euch auch noch zeigen, dass Felix hier angefangen hat. In der Küche halt ist voll und hier überhaupt nicht. Auch total komisch. Genau, Felix hat hier angefangen, die Wand zu stellen. Also so ein bisschen. Er hat halt einfach angefangen. Hier ist ja mein Büro, wo wir gerade drin stehen. Und da hat er hier angefangen, die erste Wand hier unten zu stellen. Mega. Also es macht im Moment machen wir mega Fortschritte. Und hier ist gerade das Fenster auf. Hier kommen ja zwei Fenster rein in dieser Größe. Also das hier wird ein bisschen nach rechts versetzt und dann kommt hier noch eins hin. Das muss übrigens raus und kann nicht da bleiben, weil es erstens zu hoch ist. Seht ihr ja, also das ist einfach viel zu hoch, wenn ihr zu Hause mal guckt. Das ist mein Hals ist ungefähr hier an der Kante. So, und ein ganz normales Fenster ist ungefähr hier. Also schon mal viel zu hoch und es ist kaputt. Es ist blind, nennt man das. Seht ihr? Das ist halt von innen beschlagen. Und das nennt man bei Fenstern blind.
Und deswegen muss es auf jeden Fall raus. Das kann nicht so bleiben. Ihr seht das ja. Das ist ja überhaupt nicht schön. Genau, das muss eben dann raus. So, also wie gesagt, hier mein Büro und da eben die erste Wand. Hier kann er noch nicht machen, also diese Wand hier, weil hier überall, wo diese Drehscheiben sind, müssen, nennt man Rohspan hin, genau, hier überall, wo die stehen. Ja, und jetzt unsere nächste Aufgabe hier unten ist erstmal von hier bis hier eine Wand, genauso wie hier. Und dann halt mein Büro und damit haben wir erstmal alle Wände hier unten stehen. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Weil wir ziehen ja ein, wenn oben das Badezimmer ist. Und der nächste Raum ist hier dann eben das Wohnzimmer, wo wir gerade stehen. Und den Rest machen wir alles nach und nach. Die nächsten Räume brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Gästebad, wir brauchen erstmal kein Büro, wir brauchen nicht noch ein Büro. Also erstmal ist nur Priorität jetzt auf dem Wohnzimmer. Hier ist übrigens mein Zimmer, Leute. Hier haben wir so ein Gerüst stehen. Und hier kommt eben genau das gleiche Fenster nochmal rein. So, meine Lieben, wir sind wieder auf der Baustelle. Wir. Kleine Maus ist auch mit dabei. Genau, ich mache ja nichts Schlimmes, das irgendwie schädlich für sie wäre. Oh, sie hat gerade das erste Mal so richtig rangegriffen, ihr Spielzeug. Süß. Ja, ihr seht hier schon im Hintergrund, glaube ich. Ich habe hier in der Küche ein bisschen weiß gestrichen. Das letzte Mal schon. Und zwar einmal hier die Wand. Und hier die Wand. Außer da unten habe ich ein bisschen vergessen. Und wir haben auch ein Fenster drin, wie ihr seht. Ja. Haben wir ein schönes Fenster hier. Jetzt habe ich es direkt kaputt gemacht. So. Es geht nicht auf. Ach, bestimmt, weil das hier fest ist. Ja, gut, auf jeden Fall haben wir das hier schon eingeschäumt, wie ihr seht. Ne? Also da kommt kein Furz mehr durch. Alles schön eingeschäumt. Ich habe mich übrigens gerade voll geschnitten. Ja, genau. Ich glaube, das ist hier festgeklebt jetzt. Hier überall. Oh, oh, oh. Kommt, Leute, sagt mal. Schreibt mal in die Kommentare, wer sowas auch so geil findet. Das so auseinander. Hammer. Gut, hier ist weiße Farbe. Hier ist eine Wand, wo ich noch nicht fertig bin. Und das werden wir jetzt angehen, ne, Bibi? Ja. Oben muss noch grundiert werden. Und vielleicht sind hier auch schon die Balken gestrichen. Das seht ihr aber gar nicht, weil das ist durchsichtig gestrichen. Genau, also die Balken sind gestrichen, aber eben durchsichtig. Ja. Die Bäckchen. Das siehst du, ne? Vielleicht schläft sie ja gleich ein. Ja, also wir haben ein Fenster, ich habe weiß gestrichen, alles abgeklebt hier. Und hier auch noch das, was ich zu viel gespachtelt habe, was ich hier sozusagen über die Schienen rüber gespachtelt habe, habe ich alles noch weggeschnitten. Ja. Und Acryl natürlich und so habe ich auch alles gemacht. Aber jetzt wird erstmal weiter gestrichen. Oh, ich habe jetzt hier fertig gestrichen. Also ich habe hier das zweite Mal, diese ganze Wand einmal das zweite Mal. Und hier jetzt das erste Mal, ja genau, das erste Mal einmal lang gestrichen. Und hier unten so die Löcher gestoppt, wie ihr seht. Und hier oben noch ein bisschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir noch so einen grünen Balken haben wollen. Wir haben extra hier uns dieses Grün anmischen lassen. Und das heißt, ich hätte hier überall gar nicht streichen müssen. Ja, jetzt weint die Kleine, das heißt, ich gehe jetzt mit ihr runter. Und werde jetzt ausrechnen, wo hier der Balken hin muss, dieser grüne, und werde das dann nachher noch abkleben und eventuell noch streichen, je nachdem. Aber ihr seht, da möchte jemand runter und was essen. So, weiter geht's. Ich habe hier noch die Küchenpläne, weil ich gerade ausgerechnet habe, wo ungefähr der Balken hin muss, dieser grüne. Und jetzt brauche ich noch eine neue Rolle. Ich sage nicht, dass hier keine mehr ist. Das wäre ziemlich gut. Ja, das schaue ich gleich nochmal.
Die Kleine ist unten bei meiner Mutter, also sie ist nicht alleine. Muss man immer erwähnen, nicht, dass man hier wieder irgendwas in die Wege leitet. So, jetzt schauen wir mal. Hier habe ich ja schon zweimal gestrichen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das brauchen wir nicht nochmal streichen. Genauso wie hier unten. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, sieht gut aus. Jetzt werde ich hier diese Wand weitermachen. Aber vorab werde ich erstmal hier ausmessen, wo wir nochmal streichen müssen. Wo dieser Balken hinkommt, genau. Ja, das werde ich jetzt zuerst machen. Und dann, wie gesagt, diese beiden Teile nochmal streichen und das auch nochmal komplett streichen. Und dann habe ich das getan, was ich machen wollte. Also das muss ich mindestens noch schaffen heute. Ich habe fertig und schaut mal, wie gut das aussieht, oder? Was sagt ihr? Ich finde, das sieht mega gut aus. Das passt total zu den Balken, finde ich. Aber allgemein, ich finde, das passt mega gut. Ja. Ich habe also fertig. Das muss natürlich noch einmal gestrichen werden. Ich habe es jetzt nur einmal gestrichen. Genau. Einmal. Und jetzt werde ich hier oben kurz die Balken abkleben. Alle. Und dann glaube ich nochmal hier malen. Hier muss auch noch ein zweites Mal. Hier habe ich jetzt ja schon ein zweites Mal. Das sieht auch mega gut aus. Genau. Ich finde, das sieht so schön aus. Oh Gott. Ja, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben zu diesem Grün. Das ist richtig schönes Waldgrün. So, meine Lieben, wir sind immer wieder auf der Baustelle. Beziehungsweise ich bin immer wieder auf der Baustelle. Und es ist hier einiges passiert. Und ich dachte, ich zeige das mal. Aber erstmal zeige ich euch, was Felix gemacht hat. Er hat dazu einen extra Bauvlog gedreht, einen eigenen. Und den kann ich euch mal verlinken, wenn der schon vorher online ist. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Aber er hat meine Bürowand gestellt. Aber dazu zeigt er euch mehr. Und ja, ich habe in der Küche einiges geschafft. Leute, schaut mal. Diese Wand ist komplett fertig. Und hier muss ich jetzt noch nachstreichen, weil wir mussten nachspachteln. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, wir mussten hier einige Stellen nachspachteln. Und dementsprechend musste ich hier schon dreimal grün streichen. Hier muss ich nochmal rüber. Genau. Und da oben die Ecken muss ich auch noch. Seht ihr, glaube ich, ne? Und die Decke muss auch noch. Aber diese drei Wände sind schon fertig, außer da auch die Ecken. Ja. Aber hier unten muss ich jetzt noch. Und sonst, ja, so sieht die Küche aus. So sieht das schöne Fenster aus. Funktioniert auch noch alles. Jetzt natürlich ganz schön nass, weil es hat heute Morgen so doll gewittert mit Blitzen und Donner und alles. Genau. Aber so sieht das Ganze hier aus. Finde ich mega schön. Also ich bin echt, ja, mega begeistert. Das ist auch schon unsere Türzarge hier. Die kommt hier rein. Passt auch mit dem Grün super gut zusammen. Genau, aber jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal weiter. So, ich habe fertig. Also, die Decke muss noch, aber ich bin total verschwitzt. Wir müssen erstmal was trinken gehen. Ja, ich habe hier gestrichen, hier unten gestrichen, die Ecken gestrichen und die Ecke gestrichen. Seht ihr das? Und hier noch einmal runter. Genau. Und gestern habe ich hier übrigens auch noch Acryl gemacht. Gar nicht gezeigt einmal. Jeden Balken mit Acryl, das ist echt eine Arbeit, allein das Abkleben. Ja, aber ich habe jetzt gestrichen und schauen wir mal, wenn das trocken ist, ob wir dann nochmal rübergehen müssen oder ob es so reicht. Und wie gesagt, einmal die Ecken und jetzt fehlt nur noch die Decke und dann sind wir hier endlich fertig. Hier ist übrigens der Boden für die Küche. Das ist ein Laminat, den man in der Küche benutzen kann. Extra so ein Laminat extra für die Küche, genau. Und oben sich, glaube ich, nichts verändert. Hier muss noch unbedingt geschliffen werden im Flur. Und hier muss ich auch noch streichen. Wie ihr seht. Aber das mache ich, wenn hier die Leisten in dem Fenster drin sind. Das ist besser. Ja, und hier ist ein schönes Babyzimmer. Aber das zeige ich euch ja immer, aber ich bin so begeistert. Das sieht so schön aus. Genau. Aber jetzt gehe ich erstmal wieder runter. Ja,
Ja, mein Lieben, dann hoffe ich, euch hat dieser Baublock mal wieder gefallen. Ich versuche euch immer so gut, wie es geht, mitzunehmen. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!